Errol Sander und Ehefrau Caroline Godet führen eine Fernbeziehung zwischen Starnberg und Paris. In einem Interview nennt er den Grund. Errol Sander, 53, hat im Interview mit dem RTL-Magazin Gala erzählt, dass er mit Ehefrau Caroline Godet fortan eine Fernbeziehung führt. Der Schauspieler wollte eigentlich nur eine Wohnung in Paris für Sohn Marlon kaufen, der dort studiert. Wir haben Glück gehabt, über Freunde haben wir eine Wohnung gefunden. Super Wohnung, da sollte Marlon eigentlich einziehen. Und jetzt sagen Caro und der Kleine, ich will auch nach Paris, ich will auch nach Paris. Dass es die Familie in die französische Hauptstadt zieht, ist zudem verständlich, da die Schwiegereltern gleich um die Ecke wohnten, verrät der 53-Jährige, der aktuell in der RTL Daily Alles was zählt als Gangster Frank Giese zu sehen ist. Errol Sander, wichtig ist, dass man sich liebt. Sander pendelt nun zwischen Starnberg und Paris. Der Schauspieler ist es gewohnt, lange Zeit von seiner Familie getrennt zu sein. Ich hatte auch Zeiten, in denen ich vielleicht 4 Wochen zu Hause war im Jahr. Das war auch hart, da ist Caroline immer mal hergeflogen, erzählt er im Interview. Dem Paar sei wichtig gewesen, dass wir immer in Kontakt bleiben und das ist für uns normal. Wichtig ist, dass man sich liebt. Der Schauspieler Errol Sander ist seit 2000 mit Caroline Godet verheiratet. Nach einer schlagzeilenträchtigen Trennung 2017 feierte das Paar 2020 ein überraschendes Liebescomeback. Gemeinsam haben die beiden 2 Söhne. Das ganze Interview mit Errol Sander strahlt RTL am Samstag, 6. August, um 17.45 Uhr im Gala-Magazin mit Moderatorin Annika Lau, 43, aus.